Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS17 auf der Südhermann Version 10 mit dem Sacknetzplayer und dem Ansgar von Nordrhein TV Play. Hallo. Hallöchen. So, hier hat irgendjemand schon den Kompost bei den Kirschen vorbeigebracht. Oh, das könnte ich gewesen sein. Und hier hat irgendjemand auch Wasser vorbeigebracht. Das könnte auch das ich gewesen sein. Hat aber den Pflaumen gegeben. Sodass bis jetzt halt nichts passieren konnte hier. Brauchen wir den Kompost eigentlich noch für irgendwas anderes? Soll ich da noch was übrig lassen oder wie sieht das aus? Ich glaube gar nicht, dass du alles wegbekommst. Das sind 100.000 Liter. Ja, aber das fasst hier schon viel. Also du kannst dir das mal angucken. Die Häufchen sind hier noch relativ klein. Also ich glaube, dass die schon gefasst werden. Warte mal, ich mach mal ganz kurz einen Helfer rein hier. Check doch über das Formtablet ab, was die maximale Kapazität ist. Ich möchte nur gucken, ob wir noch irgendwo Kompost brauchen. Und das Farmtablet muss auch aussteigen, leider. Ja, das ist richtig. Pflaumenfarm, okay. Boah, in der Konditorei können wir dann die Pflaumen verarbeiten mit der Haarmilch. Und Kirschen und Zucker und Wasser. Zucker haben wir aber keinen. Dann gibt's noch eine Packung Zigaretten dazu. Das ist richtig. Eigenproduktion. Flüssigdünger. Feinkost. Auch nicht. Also den Kompost brauchen wir nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Kannst ja alles oben rein donnern. Wofür brauchten wir das denn vorher? Für die Raffinerie oder was war das? Nee, vorher haben wir Kompost verkauft. Ach, wir haben das verkauft. Okay. Oder aufs Feld rausgeworfen als Dünger. Ah, okay. Ja, nee, okay. Das ist ja super. So, in der letzten Folge haben wir über YouTube-Kommentare und so geredet. Habt ihr ja hier, wen ihr alles blockt und so oder warum er die blockt, erklärt. Viel nerviger als das, was ihr jetzt da erzählt habt, finde ich aber einen anderen Trend, der mir jetzt so aufgefallen ist, der, finde ich, etwas unkollegial ist. Und zwar scheint es jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass der Kanal irgendwie größer geworden ist oder ob das eine neue Sache ist. Also ich weiß nicht, ob das mit der Kanalgröße kommt oder halt mit der Zeit jetzt gekommen ist. Aber es scheint irgendwie so ein bisschen in Trend gekommen zu sein, dass sich kleinere YouTuber über größere YouTuber unfassbar abfällig äußern und dann schreiben, ja, das und das hätte ich ja auch so machen können oder so. Und sich zur Aufgabe gemacht haben, gewisse Videos zu kritisieren, was ja auch okay ist. Aber man hat das Gefühl, dass es bei der Kritik dann weniger darum geht, das Video oder den Kanal besser zu machen, sodass im Prinzip alle was davon haben, sondern eher darum, den großen YouTuber zu diskreditieren, um sich selbst irgendwie als besser darzustellen, ja? Also die eigene Position irgendwie zu erhöhen. Und das finde ich schon einen ziemlich komischen Move. Das ist mir jetzt bei ein paar Omsi-Sachen ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Da dachte ich, ja, die Omsi-Community ist manchmal eine etwas schwierige Umgebung, sag ich mal. Also das kocht das schon mal alles ein bisschen hoch. Toxisch, ja. Und das beim LS war es aber jetzt halt auch so, dass da ein paar jetzt geschrieben haben, jetzt hier auf einmal kommen ganz viele Videos mit LS19 im Titel und die haben so viele Klicks, dann könnte ich das ja auch machen und so. Ein bisschen merkwürdig. Und ich weiß nicht, ist das ein neuer Trend oder was? Oder habt ihr das auch schon mal erlebt? Oder also ich finde das, eigentlich finde ich das nicht schön, sowas. Möchtest du das oder ich, Mann? Mach du mal, ich habe dann noch etwas Ähnliches. Okay. Also ein neuer Trend wird das definitiv nicht sein, weil dieses Mimimi, sagen wir es einfach mal so heraus, gibt's schon seit immer. Ne? Also, es ist ja nicht wirklich Mimimi, aber es ist irgendwie, also es ist... Sag mal so, früher wurde gesagt, in dem Sinne, wir kleinen YouTuber haben gar keine Chance mehr groß zu werden, ja, weil die Großen ja uns alles wegnehmen und machen und bla bla bla. So, das war ja schon, das war ja schon, wo ich angefangen habe, war das ja schon. Ja. Richtig, ne? Da war das ja schon immer so. Das mit den LS19 jetzt mal so als Beispiel. Ich hatte auch einen Kommentar unten drunter. Ne? Ich glaube, der hieß irgendwie so in der Richtung,
kompletter Bullshit, was du faselst, du Spinner, aber Hauptsache LS19 im Titel bringt ja, ja schön viele Klicks, ne? Wo ich mir auch so denke, alles klar, er hat das Thema verstanden, um was es ging, was wir da zusammen gemacht haben. Er hat es definitiv verstanden, 10 Punkte, 1 setzen. Auf der anderen Seite denke ich mir, es steht jedem frei, das zu machen. Wir waren auch nicht die Ersten mit LS19. Das erste LS19 informatorische Video gab es genau zum Release des LS17, wo einfach ein schwarzer Bildschirm mit Standbildern kam und irgendeine quieksische Stimme halt erzählt hat oder philosophiert hat, ob es denn ein LS19 geben wird und was denn drinne hätte sein können. Das hat auch seine 8000 Klicks gekriegt, hat auch seine, keine Ahnung, 600 Dislikes gekriegt, ne, und war qualitativ natürlich besser als unsere Beten-Videos, wo Stunden oder tagelange Arbeit drin steckt, das ist ganz klar. Es steht jedem frei, solche Videos zu machen. Ne, deswegen verstehe ich da dieses Mimimi halt nicht. Das ist also entweder so... Nee, es ist ja, also Mimimi ist für mich ein bisschen was anderes. Es ist einfach ein nicht ganz, ganz cooler Move irgendwie. Also das, ja, Mimimi aber, find ich, aber, find ich aber nicht. Es ist einfach nicht kollegial. Also wenn man wirklich ein Problem damit hat, dann würde ich doch mich hinsetzen und dann irgendwie eine Mail schreiben oder so und sagen, ja, so und so sieht's aus, ich würde auch gern irgendwas auf YouTube machen und ich finde es schade, dass ihr das, und dann könnte man vielleicht erklären, dass es dann weniger um LS19 im Titel geht, weil das ist ja eigentlich jetzt weniger, sondern einfach die Idee vorhanden war, einfach mal so eine Wunschliste zu erstellen, was da jetzt rein soll, und dann eben mal so das Feedback abzuwarten, um einfach auch nochmal auf einem anderen auf einer anderen Plattform das zu diskutieren, weil es wird immer so separat diskutiert über dieses Thema, das ist jetzt, also mal wird das in einem Let's Play erwähnt oder so, was man sich alles für LS19 wünschen würde, oder auf Facebook in irgendwelchen Kommentaren oder im Giants Forum oder so, dann wird da irgendwie diskutiert, aber es gibt das wenig kompakt, dass einer dann einfach mal so ein Video macht, das und das und das soll rein, und dann eben nochmal dazu aufruft, schreibt es doch in den Kommentar, was ihr dazu meint, um eben nochmal kompakt so einen Überblick zu bekommen. Und das war ja so ein bisschen die Idee des Videos. Und das gab es bis jetzt einfach noch nicht so viel, und deswegen fand ich das jetzt nicht verwerflich, zumal da ja, wie gesagt, auch relativ viel Arbeit drin steckte. Aber das könnte man dann halt per Mail so erklären. Aber dann so öffentlich das zu kritisieren. Aber wenn, also jetzt mal aus meiner Position, ja. Wenn, nehmen wir jetzt mal das LS19-Video. Man würde jetzt einer, eine riesenlange Mail schreiben, wo er mir erklärt, warum er das scheiße findet, dass wir das gemacht haben. Muss ich aber jetzt persönlich gestehen, ohne was gegen die Person zu haben, was interessiert es mich? Weil, wenn er es scheiße findet, nicht gut findet, dann braucht er es sich doch nicht anzuschauen. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist aber, glaube ich, ein bisschen eine unterschiedliche Sichtweise. Weil das würde ich aber auch so machen. Also ganz kurz eingeworfen. Ja. Wenn ich auf meinem Kanal nicht mehr zeigen darf, was ich für richtig halte, dann bin ich hier falsch. Weil das Ding ist ja, warum? Ja. Naja, ich meine, es kann ihn ja aufregen. Es kann ja sagen, ey, wir haben jetzt hier so ein Video drüber gemacht, das hat übelst viele Klicks gekriegt, das finde ich scheiße. Gut, dann könnte man, wenn ich jetzt sage, okay, ich lasse mich auf die Diskussion ein, würde ich fragen, warum findest du das scheiße? Und was dann als Antwort kommt, wird zu 90% irgendwas sein, was ihn selber betrifft, weil er hätte das gerne so gemacht oder er hätte auch gerne die Klicks oder das Geld, was daraus resultiert. Ja. Wo ich mir dann so denke, ja, das ist ja alles schön und gut. Ist jetzt aber mal halt nicht so. Und wo wir jetzt stehen mit unserer Reichweite, mit unserer Community und auch das Geld, was wir dementsprechend verdienen, das hat uns auch Kinder in den Arsch geschoben. Das haben wir uns auch erarbeitet über die Jahre hinweg. Und deswegen ist das für mich Mimimi, halt einfach nur anders verpackt. Ja. Nichts anderes ist es. Weißt du, ich sitze ja seit 5 Jahren an diesem Scheißding, weißt du, und schwing mich von Monat zu Monat irgendwie hin, dass das hier läuft, weißt du? Und dann interessiert es mich doch nicht, ab irgendjemand, der halt sagt, ich finde jetzt scheiße, dass du es gemacht hast, dann will ich jetzt Geld verdienst. Wo ich mir denke, ja, ist schön. Interessiert mich aber in dem Fall nicht. Was nicht ist, dass mich die Meinung von anderen nicht interessiert. Aber wenn halt einer ungefragt kommt und sagt halt, das finde ich jetzt scheiße, warum ihr das macht, und hätte doch auch eine Woche vor LS19 machen können, bla bla bla. Ja, who cares? Lass mich doch machen, was ich machen will. Solange ich damit niemanden anderen schade oder Leute verarsche oder sonst was, dann kann es doch völlig egal sein. Wir haben doch damit niemanden geschadet. Wir haben ein Video gemacht. Darum geht es in der Kritik ja dann auch meistens nicht, dass da irgendjemandem geschadet
werden würde oder so, sondern es geht ja eigentlich nur um das Diskreditieren der Größeren halt. Aber das ist ein bisschen eine unterschiedliche Sichtweise der Dinge, glaube ich, von uns beiden jetzt. Also ich habe immer schon so das Ziel, dass dann auch alle irgendwie glücklich sind mit dem Video oder mit der Art, wie ich YouTube mache. Alle kann man nicht glücklich machen, aber ich versuche schon, möglichst viele glücklich zu machen. Und deswegen, vielleicht ist es auch deshalb so, dass mich das jetzt ein bisschen beschäftigt hat. Also vielleicht ist das der Grund dafür, weil ich so langsam, glaube ich, merke, dass es nicht geht, dass man es nicht jedem recht machen kann. Das hört ab 1000 Abonnenten auf. Ab 1000 Abonnenten, ja, oder eigentlich schon ab 100 kannst du es eigentlich, du kannst immer nur sehen, dass die Mehrheit damit zufrieden ist. So, das merkt man ja bei unseren Videos. Die Likes, die Dislikes etc. pp, die sprechen Bände. Ja, die Mehrheit ist damit zufrieden. Und das ist, wenn es da halt einzelne Leute gibt, die sich daran so massiv stören, dann ist es ja dann schön und gut, aber dann tue ich dagegen nichts und sage, ja, jetzt sehe ich halt zu, oder ja, sehe ich ein, dass du beim nächsten Mal das nicht so zu doof findest. Ich finde auch, was teilweise andere YouTube-Kollegen in unserem Bereich machen, finde ich auch nicht geil. So, da schreibe ich den aber nicht an und sage, Alter, hör mit der Scheiße auf, das nervt mich. Soll er halt machen, da mache ich halt meine Witze drüber, weißt du, oder spreche das mal an und sage, finde ich das halt nicht geil oder hahaha oder sonst was. Und dann hat sich das für mich aber auch erledigt, weißt du? Aber ich muss da nicht meinen Kopf durchsetzen und sagen, Alter, mach das jetzt nicht so, das geht mir auf den Sack. Weißt du, solange es niemanden anderen schadet. Weißt du, was das Problem daran ist, wenn du wirklich aktiv versuchst, alle zufriedenzustellen, ne? Ich habe am Tag mindestens, das ist jetzt nicht übertrieben, mindestens 50 Kommentare, wo ich in diversen Folgen gefragt werde, warum ich das nicht so gemacht habe und warum ich den Traktor gekauft habe und nicht den Traktor. Du kannst es einfach nicht jedem recht machen. Das funktioniert nicht. Wenn ich es allen recht machen würde, dann besteht die Karte hier nur aus verschiedenen Traktoren mit verschiedenen Ausführungen, damit jeder das hat, was er möchte. Und dann geht es einfach nicht mal alle vorn. Ja, weißt du? Es ist halt, es wird immer was sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Abstimmung machen würde, wie das aussieht, so, dann hast du immer jemanden dabei, der sagt, boah, das ist aber komplett kacke, warum hast du das jetzt so gemacht? Weißt du? Aber es geht halt einfach nicht. Und deswegen sage ich immer, das ist meine Art, wie ich das hier mache. Wenn es jemand andere jetzt geil findet, dass da jetzt nicht blau ist, sondern rotes Traktor, macht es einfach. Aber ich finde das so besser. Ja, ne? Ja, also verstehe ich grundsätzlich schon, aber nur mir ist das halt immer wichtig, dass man auch mit seinen Kollegen oder mit seinen anderen YouTube-Kanälen also auch ganz gut auskommt und dass man sich jetzt da nicht gegenseitig fault oder da reingrätscht. Und ich versuche das mit anderen halt zu machen, aber dann erwarte ich halt auch so ein bisschen, dass andere das mit mir machen oder wenn sie dann halt ein Problem mit meiner Machart haben, mir das ausführlich in der Mail schreiben und nicht so dann dummes Gehate, was eigentlich nur Diskreditierung ist, da ablassen. Das ist halt so. Das verstehe ich. Und ich habe das tatsächlich auch gemacht. Muss ich jetzt offen und ehrlich sagen. Ich habe das auch schon gemacht und bin jetzt aber im Nachhinein schlauer geworden dadurch. Aber ich glaube, der Weg dorthin, bis du diese Denkensweise hast, der ist relativ langer. Weil das hat nicht einfach jeder mitbekommen, weißt du? Aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Haben wir das auch geklärt? Nee, ist mir jetzt so aufgefallen. Dachte ich, frage ich euch mal. Aber sehr beruhigend, dass es kein Einzelfenomen ist. Aber weißt du, was ich auch auf eine andere Art und Weise, also ich kann nichts dagegen machen, ne? Sagen wir es mal ganz unverständlich. Es ist mir mittlerweile auch egal, aber es ist auch interessant, wenn du jetzt Sachen machst, also in deinem Let's Play meinetwegen, und du siehst es eine Woche später 1:1 kopiert. Ja. Und sich dann dafür feiert, dass diese grandiose Idee von wem anderen kam. Ja, da muss ich auch so ein bisschen sagen, das muss so ein bisschen unterschieden werden. Also, wenn das jemand macht, der klein ist, also von der Abozahl, sagen wir mal 100, 200 Abonnenten oder meinetwegen auch ein bisschen mehr, wobei dann wird es ja schon relativ groß, 1000 Abonnenten sind ja schon relativ viel, würde ich sagen, gerade im Simulationsbereich, aber wenn das jemand macht, der jetzt, sagen wir mal, nicht ganz so viele Abonnenten hat und oder nicht so bekannt ist oder so, dann finde ich das eigentlich nicht, also würde ich dem das nicht verübeln. Weil ich mir denke, gut, der hat halt gesehen, so und so macht der das. Ach komm, probier es auch mal aus. Und manchmal entwickelt sich dann da ja auch eine eigene Spielweise draus. Ne? Absolut. Dann macht man das irgendwie, entwickelt man die Idee irgendwie anders fort oder so. Und entwickelt dann eben was Eigenes draus. Aber dann, wenn Leute
um mit größerer Reichweite um die Ecke kämen, was mir jetzt glaube ich noch nicht passiert ist, dann wäre das glaube ich nicht so ganz cool, weil eigentlich ist man ja auch über Skype und so verbunden und dann könnte man ja einfach kurz schreiben, hey, ist das okay, wenn ich dann auch so ein bisschen das von euch, hab das bei dir gesehen, fand es ganz cool, könnte ich das auch übernehmen oder so, dann, dass man so ein bisschen weiß, worauf man sich einstellt, also oder einstellen kann, dann kann man sagen, nee, finde ich jetzt nicht so cool, wenn du es 1:1 übernimmst oder klar, ja, aber kannst du das machen. Das Problem ist halt einfach, dass diese 2 Minuten, die diese Skype-Nachricht vielleicht dauern würde, ne, das nimmt sich einfach keiner, weißt du? Ja. Oder was ich okay finde auch, ist, dass man dann sagt, okay, der und der hat das ja auch schon gemacht, das fand ich ganz cool und dann wollte ich es jetzt auch mal ausprobieren. Dann, das wäre ja vollkommen okay. Ja, aber so, das ist das Gleiche. Das als eigene Idee genau, ausgeben, genau. Das ist nicht cool. Das ist so, wie wenn jetzt jemand, was ich mir auch vorstellen könnte, was irgendwann passieren wird, wenn jetzt morgen ein Video mit den Top 10 Ideen für den LS19 kommen würde. Ja, auf irgendeinem anderen Kanal. Ganz schön. Das wäre ja. Wär in etwa die Dings. Also es wäre nicht, also es wäre jetzt nicht, es wäre kein Drama oder so, aber es wäre schon ganz cool gewesen, wenn man vorher mal kurz bei Skype geschrieben hätte, ey, ist okay. Aber da kann natürlich auch passieren, dass sich die Gegenseite denkt, ja, sie haben doch gesagt, kann doch jeder machen, was er möchte. Warum muss ich jetzt fragen? Ja, weißt man du? Muss ja nicht fragen, nee, nee. Aber es ist halt so, also ich, das finde ich, da sind wir wieder beim Ursprungsthema, das finde ich, gehört eben auch zu einem kollegialen Umgang dazu. Ja, ja. Ja. Weil am Ende, also ich weiß nicht, andere sehen das glaube ich besonders, aber am Ende will ich niemandem auf die Füße treten, ich will hier einfach Spaß haben bei YouTube und will einfach meine Dinge und wenn ich irgendeine Idee habe, dann will ich die einfach umsetzen. Wenn ich meine, ich muss eine Anhängerschlange im LS17 machen, dann will ich die Anhängerschlange einfach machen. Genau so ist es. Oder wenn ich meine, ein LS19-Video machen zu müssen, dann will ich das einfach machen. Aber ich will damit niemandem auf die Füße treten oder will irgendwie niemanden bevorzugen oder benachteiligen oder so, sondern will einfach nur Spaß haben dann im Moment. Und ja, das ist dann halt so ein bisschen... Aber ich glaube tatsächlich, das ist ein Thema, wo wir noch stundenlang drüber reden können. Ja, aber wir sind schon wieder fertig für heute. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne zu dem Thema in den Kommentarbereich was hinterlassen. Schauen wir uns gerne an und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.